habe ich dir gesagt, die zwei besten Torhüter der Welt. Naja, zumindest der Liga. Oka und Markus. Oh, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren fantastischen Ausgabe von Late Nights. Hört sich auf diesen jungen Mann, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Was mache ich hier gerade? Deine Mutter? Oh Gott. Vollgepackt ist die Sendung heute. Ja, sie ist ratzepatzevoll. Ratzepatzevoll wie Rainer Kallmund. Oder wie ein Stück Darm, was in das Uli Hoeneß'sche Wurst gepresst wurde. Was ja nicht viel, was viele ja nicht wissen, ist, dass Uli Hoeneß eine Wurstfabrik hat. Ist nämlich richtig. Das stimmt. Ja, in Bayern, außerhalb von Bayern weiß man es nicht. Uli ist erfolgreicher Wurstfabrikant und nebenberuflich Präsident oder Manager. Eine echte Marktlücke hat er gefunden. Des FC Bayern München, ja. Und der ist so, ne? So, ja. Und deswegen wollen wir gleich anfangen mit unserem Night of the Week, meine Damen und Herren. Und da haben wir ja gerade über Uli Hoeneß gesprochen. Und viele von euch erinnern sich noch mit einer Träne im Auge an, wie heißt er noch? Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni. Flasche leer, was erlaubt es uns? Was erlaubt es uns? Ihr habt. So. Und da hat sich der Uli gedacht, Mensch, das waren noch Zeiten, da hat der FC Bayern ja noch was gewonnen und in der Champions League gespielt. Ich versuche das mal wieder herzustellen mit folgender Aktion. Deshalb unser Night of the Week, Uli Hoeneß. Und so sieht er übrigens aus, der gute Mann. Ja. Wenn er lacht. Der sieht älter aus, als man denkt. Wie alt ist er denn? 60. Weiß ich nicht. Viele wissen vielleicht gar nicht, wovon wir reden. Vielleicht haben es einige mitgekriegt, aber wir wären nicht Late Nights, wenn wir nicht wieder mal unserem Bildungsauftrag hier nachkommen würden. Und bringen euch natürlich auf den neuesten Stand. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Bayern Wutrede. Wutrede von Uli Hoeneß. Wird sie genannt. So. Von der Jahreshauptversammlung. Übrigens wurde Uli Hoeneß am 5. Januar 1955 geboren. Habe ich das mal aus Nizipedia in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Mit uns eben nicht. Denn wir, eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr so eigentlich, hört was von wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Eben. Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da muss man kurz mal Pause machen. Da hat er ja so gleich in einem Satz zwei Leute gedisst. Einerseits den Pöbel. Fan, ja. Und gleichzeitig den Leuten, denen er das Geld aus der Tasche zieht. Das war ziemlich schlau, finde ich, vom Hoeneß. Ja, finde ich auch. Da hat er sich eine gute Position. Der ist sowieso ein super smarter Typ. Muss man dem ja lassen. Ja, was mir am Hoeneß gefällt, ist, dass er nicht so impulsiv ist, sondern einfach erstmal nachdenkt und dann redet und sich auch vorher viel Gedanken darüber macht, welche Tragweite seine Worte haben. Wir hören noch mal rein. Da würde er nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Die Bolton Wanderers. Dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir haben ihn am Leben erhalten. Und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben, ihr und wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Ganz das kurz, also ich habe eine Verständnisfrage. Ja. Was meint ihr damit, ihr und wir werden eBay nicht verändern? Also ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich weiß nicht, vielleicht will er über eBay ausschließlich Würste verkaufen. Das kann sein, ja. Ja, dass das der Plan ist, Wurst-Bay. Zum Beispiel. Ja, aber das ist der Grund, das geht noch ein bisschen weiter. Aber erinnert sich das nicht auch an so ein kleines Kind, das irgendwie verpetzt wird bei der Mutter und dann sagt, ich hatte mir erst gesagt, ich hab mir gesagt, wem hat er denn die Schippe geklaut? Der hat er doch gar nicht. Ne? So, ja. Also jetzt wirklich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe dich schon gekannt, als du 5 warst. Ja? Ja. So, ja, jedenfalls auch hier groß in der Sportbild. So, die ist nämlich gestern neu erschienen, auch da mit Auszügen der Rede. Großartig, Uli Hoeneß, unser Night of the Week. Und Bayern München mögen wir beide nicht. Ja. So, habe ich gesagt, während mir die Regie pausenlos aufs Ohr geredet hat. Und das muss man als Mann erstmal hinbekommen. Das habe ich auch ehrlich gesagt, weil ich habe auch hier links den Schöpsel. Ich habe keinen Verstand von dem, was du gesagt hast. Ja, aber ich dachte, ich spiele einfach auch mal nicht verstanden, was du gesagt hast. Es gibt so Füllwörter, mit denen kann man immer so tun, als ob man zum Beispiel geht schon.
Ist jetzt mal aufgefallen? Geht schon, müsst ihr euch mal merken, das Wort geht schon passt zu allem. Das Wort. Also die zwei Wörter. Ja. Sehr lustig. Haha, das sind zwei Wörter. Und ich habe gesagt, das Wort. Ja. Geht schon, könntest du jetzt sagen. Ja, geht schon, passt schon. Ja, wird, ja, Geht schon, ne? Ja, und also das passiert häufiger. Also da müsst ihr euch nichts bei denken. Manchmal redet unsere Regie in Form von Florian Kittlers ellenlange Texte auf unser Ohr, obwohl wirklich ein Schlagwort reicht. Und dann hört man zu und als Mann ist man nicht jetzt zum Beispiel wieder! Als Mann ist man nicht multitaskingfähig und dann weiß man nicht mehr, was man redet und dann redet man einfach und weiß gar nicht mehr, was man selber sagt. Einfach. So. Was? So. Poster? Ach ja, es geht um den Gewinner. Um den Gewinner unseres 302-Wettbewerbs. Da hat er ja auch vollkommen recht. Nicht das rausnehmen. Nein, das ist der Preis. Das ist der Preis, den wir angeboten haben für unsere 302-Werbekampagne für den Film, der 2398 in die Kinos kommt. Das war The Day Shit Happens, eine Produktion von Hannes Appell, Synchronstimmen, der fantastische Simon Kretschmer und der äußerst geniale Cengade. Und diese streng limitierte, in drei Versionen erhältliche DVD gab es zu gewinnen. Und wer hat gewonnen, Nils? Kai Höfling, meine Damen und Herren, ist der Gewinner. Und er hat eigentlich was gemacht, das gilt in der Schule als Strebertum. Er hat nämlich mehr gemacht, als eigentlich erwartet. Wir haben euch gesagt, schickt uns Filmplakate. Was er gemacht hat, ist, er hat eine komplette DVD-Box entworfen. Ich halte die mal hier rauf, kann mich vielleicht mal so abfilmen. Aber wirklich hat er sich wirklich eine Menge Mühe gemacht. Die Vorderseite und die Rückseite gestaltet mit eigenen Texten, eigenen Bildern. Also auch die Liebe liegt im Detail. Ja, da ist dann zum Beispiel, der Film dauert 302 Minuten. Ja. Das fand ich sehr lustig. Habe ich auch mich sehr gekringelt. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich mehr gemacht als gefordert, wird in der Schule ausgebuht, aber hier wird's prämiert. Fantastisch, hat auch Porto selbst bezahlt, muss man ja wirklich mal alles in der heutigen Zeit, muss man überlegen, der wird ja quasi von dem Geld, was der Hoeneß den anderen aus der Tasche bezieht, finanziert und zahlt trotzdem hier für Porto. Und deswegen hat er gewonnen und wir tauschen das aus. Porto. Wir rubbeln die Briefmarke, rubbeln den Stempel weg und schicken das zurück. Mit dieser DVD, die behalten wir. Vielen Dank und vielen Dank auch für alle anderen Einsendungen. Wir werden vielleicht, wenn wir unseren Redakteur nochmal zum Arbeiten bewegen können, alle Fotos, die ihr uns eingeschickt habt, dann nochmal auf die Late Nights Microsite stellen. Da könnt ihr euch die alle angucken und vielleicht auch bewerten. Mal gucken, oder? Zeigt er mir den Jens Lehmann Kratzfinger, hat er mir gezeigt. Den Gedächtnisfinger. Den hier hat er. Hallo, auch ein Jens Lehmann hat das Recht, einfach mal sich an der Schläfe zu kratzen. So, mit dem Finger seiner Wahl. Genau, kann man ja, ist ja auch normal, ist ja auch der gängigste. So, Kai, hier, ist auf dem Weg zu dir, ne? So. Jetzt haben wir noch viele andere Sachen. Womit wollen wir weitermachen? Wollen wir der Tür 5 weitermachen? Oder? Ich würde sagen, ich habe mir sagen lassen, dass es Neues gibt von Florian dem Flo. Ja, schauen wir mal rein. Ja, gucken wir. Ich bin mal gespannt, was der so wieder gemacht. Florian der Flo. Aber alle nennen mich Flo! Hallo, mein Name ist Florian und heute laufe ich bauchfrei durch die Innenstadt. Entschuldigung. Florian der Flo. Aber alle nennen mich Flo. So, kommen wir zu den Top 5. Und da haben wir heute auch was ganz Besonderes uns ausgedacht. Genau, denn ihr wisst ja momentan, der Lotto-Jackpot steht bei über 20 Millionen. Alle Leute laufen in die Annahmestellen, um ihr Glück zu versuchen. Völliger Quatsch, denn das Geld liegt auf der Straße. Man muss nur mal seinen Kopf bemühen und sich ein paar Ideen ausdenken. Wir haben uns gedacht, wir haben uns 5 Ideen für euch ausgedacht, die absolute Marktlücken sind, die euch reich machen. Genau, die Top 5 Marktlücken, die euch reich machen. Und an der Stelle ist es natürlich auch wieder so, dass Late Nights im Reality-Soaps versuchen, euch ständig zu helfen, erklären, wie man ein Haus baut, wie man einen Bauer flachlegt. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wir zeigen euch, wie ihr reich werdet mit unseren Top 5 Marktlücken, die euch reich machen. Genau. So, start die Preso. Nummer 5. Nils, was ist das denn? Ja, das erkennt man nicht auf den ersten Blick. Folgende Idee steckt dahinter. Ihr wisst, der demografische Faktor, die Alterspyramide, verschiebt sich, stellt sich auf den Kopf. Es wird bald in Deutschland 82 Milliarden alte Menschen über 60 Jahre geben, die alle Krücken brauchen, Gehstöcke brauchen oder Rollstühle brauchen. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, wir packen einfach Besenendstücke an Krücken, an Rollstühle, an diese Gehhilfen, an jegliche Art von Gehhilfen, packen wir so Besenendstücke. Und wenn wir dann alt sind und alle anderen Rentner mit uns durch die Straßen ziehen, reinigen wir dadurch quasi den Ort, in dem wir leben. Es ist ja eh so, dass viele Alte der Meinung sind, dass in Deutschland mehr gereinigt werden muss. Ja. Und ja, das wird dünnes Eis, Achtung. Ja, wird wieder dünnes Eis. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele sind ja auch der Meinung, dass Alte eigentlich überflüssig sind. Und an der Stelle kann man sich ja treffen. Da kann man ja sagen, so, nur für die Leute, die das denken, die kann man dann auch beschwichtigen. Genau. Beschwichten? Ja.
den so, da, also das heißt, wir reinigen. Wir machen alles sauber und das ist doch top. Platz 5. Und kommen wir zu Platz 4. Sehr richtig, das ist Platz 4. Ja, was ist denn das? Jens ja, Lehmann. Das ist viele würden vielleicht sagen, ist das die Jens-Lehmann-Statue? Nein, das ist die logische Konsequenz oder die konsequente Weiterführung des Wackeldackels. Ja. Man kennt ihn in vielen Autos auf der Ablage hinten, einen Dackel, der mit dem Kopf wackelt. Ja. Aber was ja viel sinnvoller wäre, wäre ein galanter, goldener Mittelfinger. Ein Fickelfinger. Genau, ein Fickelfinger, wie er auch genannt wird, mhm. genannt werden sollte, wenn ihr den erfindet. Ja. Der dann schön wackelt. Ich denke, der sagt alles aus. Finde ich auch. Und wenn dann euch ein Polizist anhält und euch zur Rede stellen will, warum ihr Leute beleidigt, ihr wolltet euch ja nur kratzen. Das ist eine genau. Kratzhilfe. Ist eine Kratzhilfe. So, weiter, Platz 3. Platz 3, mit der man, also wenn man das wirklich mal rausbringt auf dem Markt, unglaublich viel Geld verdienen kann, ganz einfach, der wasserdichte Strafzettel. Genial, die Frage ist nur, wer profitiert davon? Naja, der Staat müsste ihn dann in millionenfacher Ausführung kaufen. Denn wer kennt nicht das Problem, man kommt morgens an sein Auto, mhm. Und es hat geregnet, ja, und es regnet und der Strafzettel klebt an der Windschutzscheibe und man muss Mann, sich ja. demütigen, noch mit den Fingern an dieser Scheibe betätigen ja. und dann noch den Strafzettel zahlen. Das wäre endlich, ne? Man könnte zum Beispiel den auch aus einem Material machen, das sich zersetzt, das wäre auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in Scheibenputzmittel. Was? Wenn es regnet, der zersetzt sich und dann wird die Scheibe sauber. Ach jetzt? Ja, das ist vielleicht nicht ganz der Sinn eines Strafzettels, aber ja, finde ich eine super Idee. Also vor allem, das ist ja auch, wenn der Staat das bei einem ordert und man selbst hat das erfunden und kassiert dann quasi für jeden Strafzettel mit, kriegst du einen kleinen Prozent. So, dann, halt. Weißt du, dann hat man doch auf einmal ein ganz anderes Verhältnis zu Politessen. Ja. Ja, stell dir mal vor, du verdienst damit, kommt dir eine Politesse entgegen, umarmt man die, oh, danke, dass du meine Villa bezahlst. Das ist unglaublich. Super, ne? Also das ist auch eine Gelddruckmaschine. Also einfach Tons. Mal Patent anmelden. Das ist auch sehr schön. Platz 2, meine Damen und Herren, und das ist wirklich eine absolute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ein Frauenarsch-Kopfkissen. Viele Leute, die alleine leben, die vielleicht abends nicht einschlafen können, die Gelüste haben, die nicht erfüllt werden, die vielleicht auch schlechte Träume haben. Das hilft dagegen. Ihr nehmt euch ein Kopfkissen in Form eines weiblichen Popos, ähnlich geschmeidig, ähnlich glatt, seidig und schlaft darauf. Ganz richtig. Ja. So kann man auch machen, manchmal. Das ist, finde ich, eine super Idee. Man kann das irgendwie mit. Das Silikon lässt sich auch relativ einfach füllen. Umsetzen. Ja, natürlich. Und jetzt mal ernsthaft, umsetzen. Ich glaube. Verstehst du, kann einfach woanders hinlegen, kann das hier. Oh, da krieg ich ein Stechen von an der Schläfe. Wieso? Kommen wir zu Platz 1. Aber das kann man wirklich, überlegt euch das mal. Wenn irgendein Unternehmer oder so. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir auch. Also, wenn ihr Milliardäre seid, ja. Hat er dir gerade wieder aufs Ohr gesprochen? Nein. Nee, wirkt so. Nee, achso, nee. Geht so. Geht schon. Ach, Entschuldigung. Jetzt, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr tatsächlich unsere tollen Ideen umsetzt und dadurch sehr reich werdet, der Nils hat gesagt, er verzichtet drauf. Ich persönlich würde mich freuen für eine kleine prozentuale Beteiligung. Kommen wir zu Platz 1. So, das ist aber wirklich das absolute Highlight. Grandiose Idee. Mhm. Die Top 1 Marktlücke, was die ist das? Bierpipeline! Ihr kennt das vielleicht auch, gerade wenn ihr Fans des FC Bayern München seid, ihr geht ins Stadion, sitzt da 90 Minuten plus Pause rum und dann ist immer die Frage, wer holt Bier? Ja, wir haben wirklich 2 Jahre gespart und sind dann zum Halbfinale gefahren nach Dortmund. WM-Halbfinale, leider. Es war ein traumatisches Erlebnis. Und da haben wir beide uns eigentlich 90 Minuten gestritten, wer gerade Bier holen geht, weil es so spannend war. Ja. Und du hast gesagt, du holst Bier, hast aber nicht gemacht. Und, ich war gerade auf dem Weg, als das 2-1 gefallen ist. In Overtime. 1-0. Was? 1-0. Nein. 1-1. Ja. Nee, wir haben kein Tor geschossen gegen Italien. Stimmt. Ja. Wie viel habe ich gesagt? Aber wir haben uns nämlich die Erinnerung an das. Wir haben nämlich in Wirklichkeit haben wir gewonnen. Das ist die Erinnerung, die wir beide uns aufrechterhalten. Ja, ich kann mir nie Fußball erklären. Ja, es war egal. Es war das 1-0. Und in der 190 Minute oder so. Und der Punkt ist, was wir damit sagen wollen, ist, man muss beim Fußball, obwohl man eigentlich das Spiel genießen will, ständig aufstehen. Und das Geile ist, natürlich stehen alle zur selben Zeit auf, nämlich zur Halbzeit. Und dann ist es aber an diesen Bierständen so voll und dann sitzt ihr irgendwo am Oberrang und dann müsst ihr runter und es bilden sich Schlangen und es ist nichts langweiliger als warten. Das kann man alles übergehen, indem man in die Stadien endlich mal eine Bierpipe einbaut. Du bleibst einfach sitzen. Ja, so. Super, oder? Und ich meine, spätestens zur WM 2480, die wir dann in Deutschland wieder austragen dürfen, wärst du da, finde ich, mal Zeit. Ja. Also gerade in Stadien, wo die Stimmung extrem gut ist und wo es extrem voll ist. Ja. Da lohnt sich das für Bayern dann vielleicht nicht. Nee, beim HSV könnte man es machen. Oder bei der Eintracht. Oder bei der Eintracht.
Übrigens, weißt du, wo ich meine Hausarbeit schreibe? Im Bayern-Fanblog. Weil es ja so ruhig ist. Werbung. Jetzt habe ich ihn. Mann! Da war ein Flo. Mach das nicht. Ohne ja. Scheiß, saugefährlich. Weißt du nicht, wie brutal so ein Flo sein kann? Weißt nee. Du? Guck mal. Florian der Flo. Aber alle nennen mich Flo. Hallo, mein Name ist Florian. Und heute schiebe ich Agro-Tunes. Komm auf den Boden, du Opfer. Und dann, und dann, nimm das und in die Eier. Und das und auf den Kopf. Ja, was schon, wenn er mich doof anmacht. Florian der Flo. Aber alle sind mit Flo. Lieb sein. Aha! Oh, das war aber Rettung, Wiederbelebung in allerletzter Sekunde. Viele haben sich gefragt, wer hat eigentlich den zweiten Platz gemacht, Nils, bei unserer 302 Competition. Und vielleicht zeigen wir das mal ganz kurz. Das ist nämlich uns eingeschickt worden. Ja. Das ist ganz knapp verloren gegen die ja. DVD vom Kai, die wir gesehen haben. Können wir uns erkennen? Ja. Ja. Das war wirklich also so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und leider haben wir den Absender verpasst. Ja. Aber ich meine, die Handschrift deuten zu können. Das ist deine Mutter, ne? Oh nein. Da wäre bestimmt noch mal eine bessere Gelegenheit gekommen. Ich muss den jetzt einfach bringen. Der brennt mir ohne Scheiß. Seit ich das gesehen habe, brennt er mir auf der Zunge, seit ich diese Schrift ja. gesehen habe. Weil ich kenne ja, kenn ja die Handschrift von deiner Mutter. Sie schreibt mir ja ständig Liebesbrief. Deine Mutter schreibt mir nur Rechnungen. Yes! Der war gut. Ah. Okay. Oh, warte, ich krieg einen Anruf. Ja? Warte, muss mein Telefon, ich muss auch. Ja. Nee, warte. Ja, ich krieg's aus. Jetzt kommt das ist ganz schlecht. Das war nur McDonald's, deine Mutter steckt in der Rutsche fest. Oh, ja. Das hast du nicht letzte Woche schon gebracht. So. An den letzten Woche ist ausgefallen. So. Wir haben ein tolles Movie gefunden und viele Leute sagen jetzt? Ja, in Amerika ist alles total crazy. Ach das. Ja, Amerika. Viele Leute sagen, total the crazy. American Dream, let's go to America and let's go west to America. Aber ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass es in Amerika einen anderen Way of Life gibt und der beinhaltet unter anderem auch Waffen. Und da haben wir vorhin einen tollen Werbespot gefunden, der ist fantastisch. Guns in their homes for protection. The Second Amendment to the Constitution guarantees all Americans the right to keep and bear arms. But these arms must be accessible. The patented backup gun rack keeps your shotgun at your bedside and is easily hidden by blankets and sheets. The patented backup device slides easily between your mattress and box spring and mounts your shotgun flush at your bedside, enabling access to your shotgun while in the lying position in your bed. For only $39.95, you can own the backup to make your guns accessible to you when you need them, yet hidden and out of the way when you don't. For only $39.95, you'll get the valuable time that may be needed to adequately protect you and your home. It's the smartest money you'll spend in your life. Get up now and call the number on your screen. Make your firearms accessible by ordering the backup. It's adjustable to fit any shotgun. Many customers are buying one for each side of the bed. Es fehlt eigentlich nur noch so ein Schuss wie die Familie, also ein filmischer Schuss wie die Familie zusammen so. Ah, endlich kann ich sicher einschlafen, ja. So nach dem Motto. Es gibt übrigens auch sowas für Waffen, die Waffen sich unter das Bett schieben können. Da ist dann Chuck Norris drauf. Den hab ich nicht gedacht. Ja, wenn die Waffe ihr Haus protecten will, legt sie sich Chuck Norris auf die Ablage, damit... Ach so, jetzt für Waffen, die ja. sich ins Bett... Okay. Ja, ja. Ja, der ja. war schon aus... Doch, der war okay, aber man hätte, der war grammatikalisch schwierig. Der war schwierig, ich verstehe, also es ist immer... Manchmal einen Witz zu machen mit dir ist, wie dich durch den Irrgarten zu führen. So, ich muss dich immer so an... Warum drückst du denn die ganze Weil auf Zeit? Beiden der Postmann-Song ist! Wie, auf, es sind drei. Auf den beiden? Auf den, oder was? Jetzt teste ich mal. Nein. Ja, ist ja auch egal. Ja, lass uns bitte weitermachen, denn genau. Ihr wisst ja, wir haben letzte Woche... Eine tolle neue Kategorie. Genau, eins haben wir übrigens vergessen, machen wir nächste Woche. Ich weiß. So, au, das war dafür, dass du es vergessen hast. Ihr werdet es nicht. Ich habe dran gedacht, aber ich wollte es nicht so mit dem Holzhammer. Nee, das macht man nämlich nicht. Das muss nämlich subtil kommen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu unserer nächsten Kategorie. Und letzte Woche haben wir versucht, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen mit fantastischen Videos und haben euch gebeten, uns Videos zu schicken, die es uns leichter machen, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen.
Genau, Aufgabe dieses unfassbar lustigen Spiels ist es, den Nils zum Lachen zu bringen. Also ich muss ihn zum Lachen bringen, ja, der Videos hier nicht kennt, und umgekehrt. Und ich bin der Meinung, ich habe heute etwas gefunden, das dich in Rekordzeit zum Lachen bringt. Ich lache jetzt schon, allein für diese Kurz. Das ist super unfair. Ja, weil das Lustige ist ja, man sieht es ja, es gibt ja auch diesen Moment, wo man es auch zum ersten Mal sieht. Ja. Ja. Und man kann ja dann anhand der eigenen Reaktion ich kann, das ist, ja, ich muss, komm, ich reiß mich jetzt zusammen, mach schnell. Okay, warte, du musst kurz weg. Du musst kurz weg. Guck weg, ja? Konzentrier mich. So. Wo soll ich denn hingucken? Die Zuschauer können einen kleinen Vorsprung haben zeitlich, das macht gar nichts. So. Ich muss das nämlich groß machen. Und nicht gucken. Okay, ich mach das hier so. Wieso? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich mach den Laptop auf und dann kannst du gucken, ja? Auf die Plätze. Auf die Plätze, fertig. Mhm. Hier unten, ne? Ja, komm. Ah, okay, das war, die Reaktion war ein bisschen. Hier unten, wie geht ihm an ihn, ne? An ihn, was hieß er? Oder das war's doch, ne? War's das? Findest du das nicht saulustig, das Bild? Ja, ich finde es, also ich würde es auch lustig finden, wenn sie das von hinten gemacht hätten. So. Ich finde das grandios. Ich habe, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen enttäuscht von deiner Reaktion. Ich habe auch versucht, mich zusammenzureißen, muss ich ehrlich sagen. Als ich das gesehen habe, weil es dauert 3 Sekunden ja, ungefähr, bis man das Foto gecheckt hat und dann ja, bricht es einfach aus. Also bei mir war es so. Ja, das ist auch eine Frage des Humors. Ja gut, ich muss danach duschen. Also, na gut, dann bist du jetzt dran, dann bin ich mal gespannt. Dann mach erst mal besser. Ja, ich jetzt habe ich nämlich auch keinen Bock zu lachen. Du bist super mies, guck jetzt nicht. Und zwar habe ich das zugeschickt bekommen von, jetzt würde ich gerne noch mal sagen, von wem ich das bekommen habe. Warte mal, das ist ja sonst unfair. Weil ich nehme nur Sachen, die ich zugeschickt bekomme. Wo ist mein Ordner? Natürlich, oh, da will er sich Pluspunkte erschlagen. Ja, will ich auch. Wo ist der Ordner, den du machst? Ich bin ein Vertreter der Community. Egal, sag ich nachher noch mal, von wem das ist. So, ich benutze ja nur Sachen, die mir zugeschickt werden. Ja. Jetzt guck. This is the racquetball trick. Wie doof ist der denn? Du hast gelacht. Naja. Ja, doch, du hast gelacht. Ich hab's, ja, aber ich musste auch schon super vorher lachen, bevor ich überhaupt was gesehen habe, weil einfach die Situation an sich ist schon so. Ich zeig's dir nochmal. Das ist Rocky Burning, this is the Racquetball Trick. The Racquetball Dance! Wie kacke ist der? Egal, ich hab noch mehrere Sachen. Eins, hier, willst du noch was zeigen? Gerne. Ja, ich fange gleich an zu weinen. Zeig. Achso, ich für dich? Ist jetzt zu spät, um sich zusammenzureißen. Du hast schon gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Doch, das war dir zuliebe, weil ich dich nicht auflaufen lassen wollte. So. Ja, ich habe es ja nicht von mir, das Video. So, warte, jetzt. Moment. Wo ist er mein Ordner? Wieso hast du eigentlich den Ordner geschlossen, den ich. Ich habe überhaupt nichts geschlossen, sag ich jetzt. Ich muss. Sonst wäre der ja geöffnet. Achtung, wir brauchen den Ton, damit du es hörst, ja? Spray the lights on real quick. There you go. Hands on your head. Oh, yeah, there you go. See it shaking, it kind of makes me nervous. It floats in on his cold. Yeah, that's gold. Yeah, that's a dead Okay, what's this right here? That's my penis. That's your penis, all right. Sorry about that. Alright. Ist mir auch schon passiert. Sorry about that. Ja, doch, finde ich sehr gut. Kriegst, also da merke ich auch nicht, kriegst. Können wir es vielleicht noch mal ganz kurz, du musst mal kurz gucken, wie der da wirklich auch reinkneift. Ja. Also das ist. Und wie trocken er sagt, das mal Penis. Ja, der war so locker. There you go. Hands on your head. Oh yeah, there you go. See it shaking, it kind of makes me nervous. It's cold outside. Yeah, that's cold. Yeah, that's what that is. Der liegt da vorne right. So. Komm, sorry about that. So, that's my penis. Yeah. So, hier, wir haben noch ein paar Geschichten von unseren Urgroßvätern aus dem Altersheim. Die wollen uns noch mal eine kleine Botschaft zukommen lassen. Gleich sind wir wieder da. Ne? Der Streik von den Lokführern ist aber auch ein Terrorakt gegen die Bevölkerung, oder? Ja, ja. Die nennen sich ja jetzt auch die deutsche Taliban. Ich kann diesen Humor, diese endkontinenten alten Säcke nicht teilen. Das ist halt alten Humor. Warte, bis die Straßen putzen müssen. Ja. Eines Tages. So, nächstes Video. Ich hätte ja die Zeit auch nutzen können. Um nochmal, das dauert, mache ich gleich. Ich reiche gleich nach, von wem das alles ist. Du hast ja alles zugemacht. Ich habe überhaupt nichts zugemacht. Oh, der Etienne Gade, der behindert so meine Recherche. Ich muss mal eben.
Und red mal mit den Zuschauern. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Karl Auer. Ich. Was machst du denn? Wieso geht das nicht? Dann lass mich doch einen Film von mir zeigen. Ich habe noch was. Du hast doch gerade. Ich habe auch noch lustige Sachen gekriegt. Warum komme ich jetzt da nicht rauf? Was ist geschehen? Ich mach das. Unterhalte die Zuschauer. Hallo, mein Name ist Etienne Gardet. Ich wohne in einem Bezirk außerhalb Frankfurts. Behaupte aber, dass ich ein echter Frankfurter bin. Das ist so gelogen. Weil durch aktuelle Geschehnisse wie Bushido ist Frankfurt in die Schlagzeilen gerutscht und extrem cool. In Wirklichkeit bin ich aber in einem 2000-Seelendorf namens Wächtersheide groß geworden. Meine Klasse bestand aus 6 gleichaltrigen. Mehr Jungs in meinem Alter gab es in meinem Dorf nicht. Eines Tages ging ich einmal auf Wanderschaft. Dort fand ich. Oh Gott, ich muss mich beeilen, ich kann das Gelaber nicht mehr hören. Ja, dann mach doch jetzt. Du kriegst es nämlich auch nicht hin. Doch, yes! So, jetzt geh da weg. Ich mach's. Ich will das machen. Das ist doch meins. Du willst es vorher nur angucken, damit du nicht mehr lachen musst. So, hallo, mein Name ist Etienne Gardet. Ich bin geboren im Marienkrankenhaus Stadtmitte Frankfurt am Main, Nordend. Guck! 60318, prüft es nach. Das Cheaten. You wanna play a little game? Du hast auch nicht von Anfang an mitgekriegt. Super, oder? Super, ne? Das Schlimme ist, du weißt nicht, über welchen Film die verarschen. Saw, Mann! Ah, okay, das ist schön. Wenn du nicht in die Kamera guckst, willst du noch mal sehen? Nein. Doch, warte, die Zuschauer haben es nicht mitgekriegt, warum weil du mit ihnen geredet hast. Das ist eine Saw-Verarsche. Warte. You wanna play a little game? Komm, super. Ja, ist okay. Ich hab noch einen. Ich hab auch noch, jetzt bin ich wieder dran. Ja, okay, beeil dich. Wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit. Weil so, gleich doch, kommen die Typen aus Otzerott, oder wie das heißt, wieder. Ich bin sehr gespannt, wie du das findest. Ja. Habt ihr Nils drauf, sein Gesicht? Ja, weil das ist nicht lang. Nee. Okay. Bitteschön. Das ist grausam. Darüber kann ich nicht lachen. Das ist so lustig, dass ich gar nicht mehr lachen kann, weil ich versuche intellektuell zu reflektieren. Alles super, gefällt mir gut. Kann ich nicht lachen, das ist aber der Flohmarkt. Die Bahn fährt mit Löschen Floh, ich fand es auch lustig. Ja, ist wirklich lustig. Ist, gut, du stehst halt nicht auf so trinken Humor, kann ich ja nichts dafür. Dass du auf so Sachen stehst wie Ball ins Auge und auf die Fresse fallen. Ja. So, die bitte lächeln Dinger von. Du hast gelacht. Jetzt gibt es nämlich eine Sache. Was kommt natürlich gut? Ich weiß es, Gundis Zambo. Präsentiert die lustigsten Die Familie Gardet ist ja eine Familie aus Fernsehmoderatoren, auch politisch motiviert. Das und jetzt seht ihr nochmal jemanden, der. Na, guck mal, für wen arbeitest du denn? Du kannst doch nur echt objektiv nicht bestreiten, dass du nicht für einen Kapitalisten arbeitest. Wofür, für wen sitzt du denn hier? Meinst du, das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ? Die unterhielten sich nun und es ging dann darum, ist böse Industrie, gute Industrie, worum geht es in Musik, Musik als Ausdruck des Protests? So, jetzt können wir weiter diskutieren. Familie Gardet im Fernsehen. Besser denke ich, wie es ist. Ist das echt? Ja, das ist echt. Für Leute, die in einer Strafanstalten sind. Lässt sich einfach mal mit einer Axt in die Talkshow. Wie geil. Ah, super, jetzt wollte ich noch schnell die Namen sagen. Das bin ich den Leuten schuldig, die mir Sachen geschickt haben. Zum einen Monster hat das eben geschickt mit dem Fernsehterror. Dann habe ich noch Michael Reschowski, das war das mit dem Tennis. Und dann habe ich noch Pablo Vertedor mit der Surfer-Asche. So, vielen Dank für eure coolen Videos. Jetzt möchtest du auch noch ein cooles Video zeigen. Ja, das coolste Video von allen, Werbung.
Wenn Nils sich hier bei euch einschleimt, dann schleime ich mich auch ein und nur um zu beweisen, dass ich auch Videos benutzt habe, die mir zugeschickt wurden. Der Bangkok Market Train kam nämlich von Julian und der Peniskrapscher kam vom Monster. Ja. Und das Pikachu-Bild, das habe ich selber gefunden. Da warst du auch auf der Veranstaltung, ne? Ich bin, ja. So, viele Leute schreiben uns immer Hassmails, dass wir zu viel reden würden. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, wie kann man eigentlich Menschen unterhalten, ohne zu reden? Was denn? Also, jetzt habe ich den Gag gerafft. Der Irrgarten, der ist auch wieder. Ja. Da ist er wieder! Aber so was von der Titan.
Was, du, Mensch, alter Schwede. Sieht richtig gut aus, was im Urlaub. Was ist mit dir passiert, oder was? Ich bin in vollem Training. Nimmst du Anabol, oder was? Ja, nicht nur. Epo und die ganze Palette auf jeden Fall. Alter Schwede, du siehst sehr fit. Stop. Oh, yeah. Du siehst sehr fit aus. Wir haben uns ja mittlerweile hier ein bisschen weiterentwickelt. Du bist ja, sag ich mal, vom Postboten aufgestiegen zum selbsternannten Titan in Sachen Sport und hast uns ja herausgefordert, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, für alle Millionen, die heute neu einschalten. Tja. Und er hat uns herausgefordert, und du hast ja, glaube ich, wirklich ernsthaft behauptet, du kannst uns in jeder Sportart schlagen. Ich habe gesagt, wenn wir 5 machen, gewinne ich in 3. Das war ja der Deal. Ja, jetzt müssen wir noch Mathe beherrschen, oder was? Was heißt das jetzt konkret? Dass du besser bist? Ja, ja. Gut. Aber sagen wir mal, ich gewinne in mehr Disziplinen als ihr, sozusagen. Und die Disziplinen sind dir quasi egal? Ja, ich habe hier so eine kleine Liste mal vorbereitet. Mit Möglichkeiten. Aber ich habe auch noch ein paar Mails, aber die kann ich auch später noch vorlesen. Ja. Können wir vielleicht, Interessante Info. Ja. Hast du es auch gerade von der Regie gehört? Ich frage euch vielleicht, warum hat er heute so eine schöne Stimme? Es liegt daran, dass er krank ist und die Bakterien sich auf seinen Stimmapparat gelegt haben und die verändern. Und sein Chef ist oben in der Regie und er ist nämlich krankgeschrieben und darf eigentlich nicht zur Arbeit kommen. Ich habe extra, um das hier kurz auszuhandeln, bin ich kurz gekommen. Kann der Chef vielleicht kurz noch was dazu sagen? Hä? Ja? So, ja. Das weiß, was dich erwartet demnächst, ne? Aber wir müssen über den Titanenkampf reden, denn es geht ja um einiges und wir müssen natürlich irgendwelche Disziplinen festlegen. Ja. Und einen Modus. Ich bin für den Modus Best of 7. Also, wir machen, wer zuerst 5 Disziplinen gewinnt. Ja, Best of 7 wäre jetzt 4, ne? Wollte ich jetzt nur. Sag mal mit Mathe, was habe ich gesagt? Wer zuerst 5 gewinnt. Geht schon. Das sind unsere Regeln hier. Ich will jetzt aber auch nicht besserwisserisch klingen. Oder? Nein, Best of, ich hab das verwechselt mit ja, Best of. Also ihr seid beide, boah, ich bin hier von links und rechts, habe ich hier Stereo-Klugscheißer. Ein Wort geht schon, ein Wort, holst du aber 2 Wörter. Hallo, ich bin Hans, der Klugscheißer. Wir haben keine Zeit. Na, keiner weiß das wir besser. Haben keine Zeit. Ich möchte mich bitte auf die Sache konzentrieren, das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Best of 7 ist der Modus. So. Das heißt, wer zuerst 5 Spiele gewinnt. Wer zuerst 4 Disziplinen gewinnt den Titanenkampf. Ja. Und der Verlierer muss was machen. Und da haben wir einen Aufruf gemacht an unsere Zuschauer, die sollen uns Vorschläge schicken, was denn der Verlierer machen muss. Soll ich mal vorlesen? Ja, gerne. Da waren ein paar Sachen dabei, die, naja, gut. Also die ist hier von Niklas und der sagt, wie wäre es, wenn der Verlierer in Köln mit nacktem Oberkörper auf der Domplatte einmal um den Dom läuft? Das wäre jetzt für mich nicht so eine Strafe. Das machst du ja eh jeden Sonntag. Eben. Ja. Wenn du trainierst und joggst. Und ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich weniger ein Problem für uns als für den Domwärter. Also, ja. Das ist ein Heiligtum in Köln. Generell sehe ich diese Vorschläge ja, also in meinem Kopf läuft ja immer der Jan da ab. Also, ich sehe mich ja also außerstande, diese Challenge zu verlieren. Ja. Also, lest ruhig mal vor. Wir hören es einfach noch mal ein paar. An. Ja. Also, Jan, was natürlich nicht von Chris ist, das übrigens, den ich ab jetzt nicht mehr leiden kann. Jan muss einen Tag oder eine Woche lang einen künstlichen Schnurrbart aus Etienne und Nils zusammengeklebter Intimbehaarung tragen. Es wäre übrigens eine Ehre für Jan, das tun zu dürfen. Das fällt raus. Ja. Da kann man mal drüber nachdenken. Das finde ich schon mal nicht so schlecht. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann kommen wir hier zum nächsten von Alexander. Ich hätte eine Idee, der Verlierer der Challenge. Wie wäre es, wenn er sich in der Sendung die Beine waxen lassen muss? Das ist ja wack. Waxen. Ja, soll ich dich wegwaxen? Ja, weiter. Bist du nicht so ein Fan von? Zeig doch. Kannst du mal kurz zeigen, ob sie das will? Das ist ja eine Herausforderung, wo ich drauf warte, dass ich einfach mal die Apps zeigen kann. So, hier, könnt ihr mal. So, alle Fußfetischisten, macht jetzt ein Screenshot. Das ist nicht der Fuß, das ist das Bein. Aber ist nicht so schlimm. Alter, bist du gerade unsympathisch. Ja, wieso, wenn du die Fetischisten hier bedienen willst? Das ist ja eklig. Was glaubst du, was so ein Fetischist sagt? Ist ein Fußfetischist? Glaub wird immer so geil, wenn er einen Fuß sieht. Hältst du da dein Bein rein? Gagamel, Gagamel. Was ist das denn? Das ist gar kein Bein. Ja, ist doch so. Das ist ein Fuß. Ja. Ist ein Fuß. Du willst einfach Argumente nicht akzeptieren. Ich habe hier noch eine Grenzwertige. Die ist von Sascha. Und das ist wild und onanierend um das Giga-Studio-Rennen. Gruß, die erste PS. Was? Wild onanierend. Ach. Ja. Ornanierend allerdings, dachte er hier. Das Gigastudio-Rennen, Gruß, Erbs, PS, ich bin Single. Darunter steht noch die E-Mail-Adresse, ich lasse dir das mal da. Ins Gesicht. Ja. Gruß, Erbs, PS, ich bin Single. Was ist das denn? Na gut. hanslösch@gmx.net. Nur weiblich in Klammern. Steht echt da. Da steht ja Sascha Bode. Steht auch. Ja, er will. Deine E-Mail-Adresse. Also, ja. Soll ich kann dir noch mal was. Ja? Der Verlierer von der Challenge könnte sich im Bikini in einem Pool voller Tierkot wälzen. Das wäre sehr lustig. Ich hatte das für grenzwertig lustig.
Ja. Ja, das ist ziemlich lustig. Ja. Das lese ich dem Nils das nächste Mal vor, bringe ihn bestimmt mit zum Lachen. Ich habe hier noch was. Der Verlierer muss von einem Silbertablett, das ist von, weiß ich nicht, von wem das ist, von allen Sachen essen, denen die Gewinner, also die Late Nights, drauflegen. Wie jetzt? Was? Das habe ich nicht kapiert. Ich auch nicht. Und Silbertablett? Noch gar nicht fest, wer gewinnt. Wo Sachen drauf sind, die der andere, die der Verlierer ist. Ja, zum Beispiel Hundefutter, Klapperschlangenpenis, ja. Ochsenhirn. Was? Aber Klapperschlangenpenis? Ja. Finde ich super. Habe ich immer dabei. Will ich auch gerne mal. Schon eine ganze Sammlung von zu Hause. Klapperschlangenpenis. Oder der Verlierer muss ein Bikini-Waxing machen. Das hatten wir aber ja schon mal. Ja. Nee, das ist eine Etage weiter oben. Ach ja, stimmt. Oder, ja. Aber kommt aufs Gleiche. Aber ich will, ja nicht, ich will ja nicht klug scheißen. Ja. Läuft ja aufs Gleiche. Ich will ja hier nicht mich einreihen. Nein, das würde ihm kommen. Stellt euch mal vor, wie Tim wäre, wenn er alt ist. Wenn er alt ist, verbohrt, verbittert, zynisch. Kann ich dir genau zeigen. Ja. Wäre da jetzt irgendwas dabei, was ihr euch zutrauen würdet zu machen? Ja, wir reden gleich weiter, halt die Schnauze. Karl und Au. Was ist der Unterschied zwischen unserem Turner Florian Habüchen und einem Räuber? Boah, Karl, das weiß ich nicht, was? Der Florian Habüchen holt Gold am Barren und der Räuber holt Goldbarren. Ich bin mir kurz auch alles zusammengezogen bei dem Witz. Hast du noch ein paar Mails? Ich habe keine Mails mehr. Ich habe hier nur die Disziplinen, die so vorgeschlagen sind. Was hast du? Lest mal ein paar vor. Bowling, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch bowlingmäßig aus? Ich bin super krass. Unfassbar. Bowling ist grenzwertig. Tennis ist easy. Ich habe mal beim Kegeln den Finger gebrochen. Was hast du gerade gesagt? Nochmal, ich nehme kurz den Stöpsel raus, damit ich es besser höre. Ich habe gesagt, Tennis ist ein sicherer Punkt. Ist ein easy Sieg, hast du gerade gesagt. Für dich? Ja, ja. Da könnte man ja eigentlich auch sowas machen wie 2-on-1, ne? Ja. Ja, gut, aber ihr nehmt dann hat er noch das ganze Feld. Natürlich, klar. Nee. Ach, wirklich. Ja, mir ist ganz egal. Ihr könnt euch von mir aus auch in ein halbes Feld stellen. Mhm. Ich euch die Dinge Und Scheiß, ich nehme das an. Du solltest vorsichtig sein mit deinem. Ich nehme mal vor, was hast du noch? Das halbe Feld. Basketball? Okay. Ich glaube, Basketball würdest du ja so gerne machen, weil das ist das Einzige, was du so halbwegs beherrscht. Ja. Lest mal vor, komm. Eishockey habe ich Saubock drauf. Ich bin halt ein graziöser Schlittschuhläufer. Ja, wir stellen dich einfach mit Schlittschuhen in die Mitte auf der Eisfläche und holen dich erst in einem Monat wieder ab. Du kommst ja nicht weg. Fußball habe ich auch gewonnen. Völkerball ist interessant. Was denn? Wettklettern, da drehen wir nicht halt mal richtig scheiße. Ja, das bekannte Wettklettern. Das ist ja, du kannst ja nicht gegen die Schwerkraft gewinnen. Gemacht. Die Schwerkraft hat auch ihren Stolz, ja. Badminton war ich mal Kreismeister damals. Ja, in welchem Kreis? Kreis, Ennepe-Ruhr-Kreis. Pützlingen. Was war das? Ennepe-Ruhr-Süd. Ja, im Gebetskreis, sagt die Regie. Schwimmen haben wir noch und Kartfahren. Kartfahren finde ich super. Interessant. Da beschleunigt ich bin ja der beste, schnell. Ich bin ja der beste Autofahrer der Welt. Mhm. Wird interessant sein, diesen Skill auf Karts zu übertragen. Also ich bin recht schnell. Du musst mich supporten, Kart. Alter. Ja. Wir sind gegen ihn. Ach, wir sind beide gegen ihn. Wir sind beide gegen ihn. Ja. Sag, dass ich ein krasser Autofahrer bin. Ja, ohne Scheiß. Er hat zwar gerade kein Auto, so, aber er hat noch nicht einmal einen Unfall gebaut. Und er ist immer super schnell um die Kurven gekommen. Ich jetzt. Und noch ganz viel mehr. Und jetzt müssen wir Werbung machen. Ja, Gott sei Dank. Ah, egal. Ich hätte gerne ein bisschen Musik, weil die Stimmung ist in den letzten Sekunden rapide gesunken, weil nämlich Etienne und Jan ziemliche Großmäuler sind und sich gegenseitig hier bashen, wer der Beste ist. Hallo, wir sind ein Team. Ja, Entschuldigung. Ein Team. Weil Etienne... nur Jan. Die Moral ist bei euch nicht sonderlich hoch. Weil Jan nämlich ein riesen Großmaul ist und absolut zersetzend auf alles wirkt, in dessen Nähe er geht. Deswegen will ich jetzt ein bisschen Musik. Gute Stimmung und die liefert uns heute und da freuen wir uns sehr darauf, dass er da ist. Wolfmann mit dem Song... Kind der Sterne, viel Spaß! Applaus, Applaus! Woohoo! One, two, one, two. Sie war ein Kind der Sterne, sie war voller Scham, lachte auf meinen Knien, weinte in meinem Arm. Sie rief laut meinen Namen, zog mir an den Haaren. Ihre Blicke waren albern, ihre
ihre Blicke waren warm. Sie war ein Kind der Sterne und wuchs prächtig auf. Was gut oder schlecht war, fühlte sie genau. Jetzt schweigt sie allwissend, hat für sich abgeklärt. Die einen kläffen mit dem Mund, die anderen gar nicht mehr. Nicht schwarz, nicht weiß, ist nicht kalt oder heiß. Sie weiß nicht mehr, wo es lang geht, dreht sich hilflos im Kreis. Nicht ja, nicht nein, ist nicht Wasser, nicht Stein. Sie hat sich irgendwann verloren und findet nicht mehr heim. Yeah. Sie war ein Kind der Sterne, geradeaus und frei. Und die Welt auf ihren Schultern war kinderleicht. Jetzt kennt sie keine Richtung und hat schon genug und spielt mit ihrem Fahrschein für den letzten Zug. Nicht schwarz, nicht weiß, ist nicht kalt oder heiß. Sie weiß nicht mehr, wo es lang geht, dreht sich hilflos im Kreis. Ha, nicht ja, nicht nein, ist nicht Wasser, nicht Stein. Sie hat sich irgendwann verloren und findet nicht mehr heim. Yeah. Sie liegt auf meinen Knien und ist weit, weit weg, als sucht sie in der Ferne irgendein Versteck. Sie war ein Kind der Sterne, ohne ein Problem. Was ist passiert? Ich werd's nie verstehen. Nicht schwarz, nicht weiß, ist nicht kalt oder heiß. Sie weiß nicht mehr, wo es lang geht. Er dreht sich hilflos im Kreis. Oh, nicht ja, nicht nein, ist nicht Wasser, nicht Stein. Sie war ein Kind der Sterne, war ein Kind der Sterne, war ein Kind der Sterne und findet nicht mehr heim. Yeah. Come on. Wolfmann! Yay! Kind der Sterne vom Album direkt ins Blut 2. Ja. Und zurzeit auch noch oder ab Dezember oder demnächst in, auf Tour. Immer, ja. Permanent. Wieder auf Tour. Ich lese mal ein paar Daten vor. 14.12. in Erfurt, 15.12. in Affalter, 19.12. in Bochum, 21.12. in Gera, 22.12. in Bingen, 11.1. in Aschaffenburg, 12.1. in Waldorf, ja. 18.1. in Bonn, 19.1. in Wobbswerde, 21.1. in Kiel, 24.1. in Düsseldorf. Mehr Infos auf wolfmann.de. Das war der Tour-Daten-Rap. Mein Name ist Tim Live und ein Plug von Tenga.de. Ja, wolfmann.de ist die Adresse, geht mal rauf, super. Und jetzt ist die Sendung fast an ein Ende gelangt und das ist traurig, aber wahr. Und uns bleibt nicht viel mehr übrig, als uns auszuziehen und uns nackt auf den Tisch zu regeln. Haben wir uns eigentlich geeinigt? Wir haben uns darauf geeinigt, Modus Best of Seven, das heißt, wer zuerst viermal gewinnt. Nächste Woche geht's noch nicht los. Nächste Woche haben wir Neues von Giga, Late Nights vs. Giga, kann man an der Stelle schon mal verraten. Ja. Und die Woche drauf gibt's dann die erste Challenge, den ersten Battle im Titanenkampf. Jan versus die größten Sportler, die ihr je gesehen habt. Die größten Katzen, die ich je gesehen habe. Und da werden wir sehen, ob du talk the talk, walk the walk, don't talk the talk. Auf Wiedersehen, viel Spaß in Azeroth. Tschüss und auf Wiedersehen.